Mega-Wetterfreunde. Und für mich geht's jetzt ab nach Limburg direkt auf die nächste Hochzeit. Das Auto ist gepackt. Wir starten. Eine Stunde Fahrt habe ich vor mir. Und heute habe ich mir dort ein Hotelzimmer genommen, weil ich bin über 10 Stunden gebucht. Und heute Nacht, wenn ich die Musik aufmache, habe ich keine Lust noch abzubauen, über eine Stunde heimzufahren. Das ist einfach viel zu heftig, besonders da ich gestern schon die ganze Nacht unterwegs war. Deswegen habe ich mir ein Hotelzimmer genommen. Da falle ich heute Nacht einfach rein. Und wenn ich eingecheckt habe, gebe ich euch mal einen kleinen Einblick davon. Aber jetzt geht's erstmal los. Gute Fahrt! Ich bin in Giro angekommen. Wir haben traumhaftes Wetter und das ist eine absolut erstklassige Location. Zieht euch das mal rein. Es ist mitten im Wald gelegen, also du musst es auf der Landstraße irgendwo einfach mal so kurz rechts abbiegen und dann irgendeinen Waldweg langfahren. Und wo kommst du raus? Direkt hier in der Freimühle. Herrlich hier. Ich habe gerade schon ins Hotel eingecheckt, also auch das Zimmer ist super gut. Da habe ich die Kamera leider nicht dabei, sondern nur das Handy. Vielleicht schneide ich dir jetzt gerade nochmal die Handyaufnahme mit rein. Die ist aber qualitativ nicht so gut. Also verzeih mir, wenn da der Ton nicht ganz so cool ist. Wow, Freunde. Ich habe gerade eingecheckt hier, eingecheckt ins Hotel. Ey, das ist hier wunderschön. Also die Location selber ist schon wunderschön. Und jetzt haben die mir hier noch so ein erstklassiges Zimmer gegeben. Das habe ich jetzt hier, wie gesagt, noch separat dazu gebucht. Zieht euch das mal rein. Das ist mega geil. Ich finde das super stark. Also echt schön. Sogar mit Fenster zum Runtergucken. Da kann ich sogar direkt auf die Scheune rüber gucken, wo wir drin feiern. Sehr, sehr geil. Und hier ziehe ich mich jetzt um. Und dann gehen wir mal in die Scheune rüber. Da habe ich schon aufgebaut. Und dann zeige ich euch mal, wie der Aufbau aussieht. Und vielleicht sogar so ein paar Impressionen hier von der Location. Weil die ist echt wunderschön. Ich nehme euch jetzt aber mal mit. Ich möchte euch das mal zeigen hier vorne. Hier findet gleich der Sektempfang statt. Die ersten Gäste warten sogar schon. Genau. Hier hinter mir, guck mal, hier hängt sogar, ich zeig dir das gerade mal. Hängen sogar schon die Orientierungsschilder mit dran. Das ist sehr, sehr geil. Ansonsten, wie gesagt, das ist hier traumhaft gehalten. Guckt euch das mal an. Herrlich hier einfach. Und die Location drin, die ist genauso toll. Die möchte ich dir natürlich zeigen. Also nicht nur der Sektempfang hier draußen ist grandios, sondern auch hier drin ist es absolut herrlich. Ich habe mich hier hinten schon aufgebaut. Da steht schon meine Technik. Und ihr seht, hier ist alles perfekt dekoriert, mit Luftballons gemacht. Sogar die Tischdeko, da kamen extra Dekorateure vorbei und haben diese Hochzeit hier dekoriert. Nur so kann das natürlich wirklich so grandios aussehen, bis ins letzte Detail geplant. Also was da Isabel und Robert heute geplant haben, ist wirklich eine richtige Traumhochzeit. Optisch absolut einwandfrei. Nicht nur ein Fotograf ist da, sogar ein Videograf ist noch mit dabei, der heute alles so ein bisschen mitfilmen soll. Da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Ich habe jetzt noch mein Ambilight-Paket mit dabei. Das stelle ich hier gleich noch mal ein bisschen auf, dass der ganze Raum noch mal so ein bisschen in Farbe getaucht wird. Ansonsten, Soundcheck ist gemacht, Technik steht. Und heute ist alles, wie ihr schon seht, so ein bisschen in so ein lila, rosa Creme getaucht. Und ich denke, es wird heute eine geile Party. Ich schicke euch mal ein paar Impressionen rüber, wenn ihr das seht. Und diese Location, also ich glaube, wenn ich mal heirate, gehört die auf jeden Fall jetzt zu meinen Top 10 mit dazu. Auch Personal super freundlich und alles drum und dran. Auf meinem Kanal, auf der Facebook-Seite, findet ihr auch ein 360-Grad-Bild hiervon. Da könnt ihr euch mal frei im Raum bewegen und dann seht ihr natürlich, wie geil das hier tatsächlich dann auch wirklich aussieht. Wir sehen uns später. Bis dann, der Mike. Freunde, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das hier ist pure Natur. Sehr, sehr geil. Also ich bin gerade mit dem Fotografen noch unterwegs. Wir wollen ein bisschen die Landschaft erkunden. Kleiner Bach hier. Und wie gesagt, hier ist im Umkreis nichts außer Wald, pure Natur und einer traumhaften Location. Richtig schön. Sogar hier hinten ist sogar so ein kleiner Fußballplatz. Zieht euch das mal rein. Hier hinten kann sogar gekickt werden. Super stark. Perfekt, in 20 Minuten kommen die Gäste zum Sektempfang. Deswegen gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Sieht das hier? Also, ich bin echt voll begeistert davon, das muss ich euch mal sagen. Was eine Hammer-Location. Mitten im Nirgendwo und dann echt so schön freundliches Personal. Geile, geile Location. Hammer cool und so viel Natur. Also heute, wenn das Wetter so hält und wir haben ja auch noch Vollmond, kann man geile Bilder machen und kann sich ein bisschen erkundigen. Jetzt habe ich sogar gerade noch den Videografen getroffen, der ist schon mit der Drohne hier rumgeflogen, weil es halt echt so eine schöne Location hier ist. Außer natürlich solche Ecken hier, so hinten, so Abstellecken, die sind hier nicht so schön, aber wir sind auch hinterm Haus. Also kein Mensch geht normalerweise hinter das Haus. Super, jetzt gehen wir mal Richtung Location zurück und dann gucken wir mal,
was da heute Abend zur Party abgehen wird. Die beiden Jungs hier hinten sind da hinten noch unterwegs, der Videograf und der Fotograf, die suchen den See. Keine Ahnung, was sie vorhaben, vielleicht geht heute Abend die ganze Gesellschaft nochmal eine Runde baden. Keine Ahnung, wir schauen mal. Ausgesucht haben sich die beiden einen ganz besonderen Song. Hier sind die Platters von Only You. Only you can make all this world seem right. Der Morgen danach, da sieht das alles doch ein wenig anders da aus. Die haben hier mit Konfettikanonen rumgefeuert ohne Ende. Guck sogar mal, mein Ventilator hängt komplett voller Konfetti. Sensationell. Ich habe gefrühstückt, bin gut erholt. Jetzt kann ich die Technik hier abbauen. Und dann mache ich mich auch langsam auf den Heimweg und dann beginnt für mich das Wochenende. Oh, Freunde, was für ein hartes Wochenende. Zwei Mega-Hochzeiten sind jetzt vorbei. Ich konnte wenigstens im Hotel ein bisschen schlafen. Hab jetzt schon abgebaut, das Auto beladen und fahr jetzt gleich nach Hause. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, die haben mit Konfettikanonen hier richtig rumgeschossen. Guckt euch das mal an. Die Konfettis hängen in jeder Ritze drin. Ein paar Pompons sind hier schon abgebaut. Ich musste eben 20 Minuten meinen Ventilator sauber machen, weil das Konfetti sich in den Ventilator drin verkeilt hatte. Den muss ich komplett auseinanderbauen. Aber so ist das eben. Aber wie gesagt, guckt doch hier einfach mal durch. Das ist echt richtig krass. Wie gesagt, das Konfetti liegt überall rum. Hier hat mein Stand gestanden. Also du siehst, echt enorm, was hier rumliegt. Trotzdem, geile Feier, geiles Brautpaar, geile Gäste. Hat mir wirklich Spaß gemacht. War ein langes Wochenende. Ich bin jetzt auch froh, wenn ich den Sonntag und den Montag jetzt als Wochenende genießen kann. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben, wie es aussieht, wenn ich auf einer Hochzeit unterwegs bin, wie die Locations aussehen. Vielleicht habt ihr sogar ein paar Partybilder gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Bilder oder ein paar Videos jetzt mit reingeschnitten habe. Gerade als ich dir, wenn ich diese Aufnahme hier mache, ihr merkt, ich habe deutliche Wortfindungsstörungen. Ich habe 4 oder 5 Stunden geschlafen. Ich bin einfach nur müde, platt und ich gehe jetzt ins Bett. Bis dann, der Mike.